Achtung, das Video hat einen wissenschaftlichen Zweck. Handlungen im Video bitte nicht nachmachen, weil das gefährlich ist. Wir sind Profis und testen im Sinne der Bildung. Hallo Leute und willkommen bei Timon. Leute, flüssiger Stickstoff ist ein geheimnisvoller Stoff, der im Überfluss auf unserem Planeten ist. Im jetzigen Zustand ist er auf minus 195 Grad abgekühlt und ist in flüssiger Form. Wenn er sich aufwärmt, wird er gasförmig und somit erhöht sich sein Volumen. Aus einem Liter flüssigen Stickstoff wird ungefähr 700 Liter Gas. Und das ist unglaublich. Wie im Video zu sehen, wird aus paar Liter flüssigem Stickstoff Riesenballon aufgepumpt. Der flüssige Zustand von Stickstoff erlaubt uns sogar Metall einzufrieren. In meinem alten Video habe ich schon ein Experiment mit einem Schloss und Stickstoff gemacht. Ja Leute, flüssiger Stickstoff ist richtig cool. Wer sich noch erinnern kann, habe ich schon mal ein Prank-Video gemacht und meine Hand für 10 Minuten reingesteckt. Ich habe euch ungefähr gezeigt, was passieren kann, wenn man das wirklich macht. Und wenn man flüssigen Stickstoff trinkt, kann es zu stärksten Erfrierungen führen. Höchstwahrscheinlich wird ein Teil des Stickstoffs in den Magen kommen, wird gasförmig und vergrößert sein Volumen. Ein Teil kommt in die Lunge, Teil in den Kopf. Das ist richtig gefährlich, Leute. Für diesen Experiment brauchen wir unseren Stuntman Stefan. Ja, der ist zurück. Der wird uns zeigen, was passiert, wenn man flüssigen Stickstoff trinkt. Ich? Nö. Ja, Stefan, wer wenn nicht du? Um zu zeigen, wie Stickstoff sich ausbreitet und was für Druck der erzeugen kann, nehmen wir eine ganz normale Plastikflasche und gießen flüssigen Stickstoff ein. Leute, macht das nicht nach, schaut euch einfach das Ergebnis an. Wir machen das Deckel zu. Es befindet sich ungefähr 100 Gramm Stickstoff in der Flasche. Bis zu 7 Liter wird er sich ausbreiten. 10-mal größer wie die Flasche. Ich hoffe, ihr versteht, was gleich passiert. Wir gehen dann mal kurz weg, Stefan. Leute, oben rechts könnt ihr abstimmen, was mit Stefan passiert. Ich habe ein paar lustige Möglichkeiten aufgelistet. So Leute, schauen wir mal. Wow, das war laut. Stefan, wie geht es dir? Wenn ich ehrlich bin, habe ich nicht erwartet, dass Stefan so zerreißt. Ich dachte, er hält das aus. Leute, ich rate euch nicht, flüssigen Stickstoff zu trinken, sondern mich auf Instagram zu folgen. Coole Videos und viel Privates von mir erwartet euch. Link zu meinem Instagram ist in Videobeschreibung. Like das Video, teilt das mit euren Freunden, abonniert meinen Kanal, um kein Video zu verpassen und bis bald.